Wir lagen vor Madagaskar und hatten Corona an Bord. Dieses Lied ist gleich im doppelten Sinne falsch, denn wir sind nicht in Madagaskar, sondern in Buchholz am Müritzarm. Und wir hatten auch kein Corona an Bord, sondern Becks. Ja, das war eine sehr interessante erste Überführung. Schleuse wird vorbereitet. Denn die Charterfirmen, ich habe es ja schon erzählt, hoffen natürlich, dass Ende April wieder alles ein bisschen gelockert wird, erleichtert wird. Also dass Leute auch wieder Boote chartern können. Und deswegen, ja, wir sind es ja hier oben in diesem Hafen, der noch komplett leer ist. Also sonst ist hier zu Ostern wirklich schon volle Hütte. Ja, aber momentan darf ja niemand vermieten. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber alle hoffen so ein bisschen. Deswegen haben wir eben ein Boot hochgebracht hier. Von Käser aus Spandau also. Und das war eine ein bisschen andere Überführung, weil A, trifft man unterwegs kaum jemanden. Dann haben wir uns um die ganzen kleinen Schleusen gekümmert. Wir haben wirklich geguckt, ist Zaren wieder auf? Die Schleuse, also die nördlich von Zedenik, das ganze Jahr, letzte Jahr zu war. Was ist mit den bemannten Schleusen? Auch die waren bis Anfang der Woche noch geschlossen. Aber alles wieder offen, alles wieder in Ordnung. Wirklich. Auch die Wasserschutzpolizei hat gesagt, nein, bringt die Bescheinigung, dass ihr also eine Überführung macht. Und das ist kein Problem. Wir wurden auch zweimal von der Polizei angehalten. Einmal auf dem Wasser durch die Wasserschutzpolizei Wahn, die sich die Unterlagen angeschaut hat, hat gesagt, alles in Ordnung. Und noch einmal in der Schleuse. Denn die wollen natürlich nicht, dass jetzt auf dem Wasser wieder alles explodiert. Aber sieht auch nicht danach aus. Denn, hab's gesagt, wir waren nahezu allein unterwegs. Ja, kleinen Schleusen hatten wir alles vorbereitet, dass wirklich alles klar war, auch mit dem Wasserstraßenamt alles geklärt, aber nicht in die großen Schleusen reingeguckt. Also Lenitz, da sind wir hängen geblieben, weil nur bis 14.30 Uhr dann eingeschränkter Betrieb ist. Aber dafür sind da wirklich die Schleusen danach, Selbstbedienungsschleusen sowieso, immer fast jedes Mal allein reingefahren oder noch mit einem Schwesterschiff, was wir dabei hatten und dann die bemannten Schleusen. Die wussten schon immer, dass wir kommen. Da war immer grün und die Schleuse war offen. Also das haben wir auch noch nicht erlebt. So. Und dann ging das wirklich wie das Brezelbacken oben raus. Und schon waren wir am Müritzarm. So, und jetzt hoffen wir wirklich, dass wir demnächst wieder Urlauber vorbeikommen können. Ja, und sei es erstmal Familienleute aus dem eigenen Haushalt. Da spricht überhaupt nichts dagegen, dass man die also zusammen auf so ein Schiff steckt. Denn ob die nun zu Hause alle abhängen oder auf so einem Schiff sind, hier kann man wenigstens noch ein bisschen Sonne und Vitamine tanken. Und ist vor allen Dingen ein bisschen abgelenkt. Also so schlecht ist das gar nicht. Ja, und wie gesagt, der große Kontakt mit Menschen. Einkaufen ist schlimmer, das kann ich Ihnen sagen. So. Erstmal hier noch ein bisschen was, laden unser Schiff ab und dann geht es wieder heim. Mal gucken, vielleicht kommen wir noch ein, zwei Dinger hier hoch. Ja? Wir hoffen, dass sie demnächst gebraucht werden.